Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben und zur planetaren Geologie mit Christian Köberl. Heute geht es um den Dreh- und Angelpunkt in unserem Sonnensystem, die Sonne. Die Vorlesungsreihe hat an der Universität in Wien stattgefunden und die durften wir freundlicherweise für Sie aufzeichnen. Weil vor Ort keine Aufzeichnung möglich war, hat der Christian tatsächlich die gesamte Vorlesungsreihe für uns nochmal gehalten, vor der Kamera und auf Deutsch erfreulicherweise. Üblicherweise sind es nämlich dann englische Vorlesungen. Also hat diese ganze Situation wenigstens auch mal was Gutes. Sie kommen in den Genuss dieser deutschen Beiträge. So, willkommen zum nächsten Abschnitt der Vorlesung über planetare Geologie. Es geht um das Sonnensystem. Im Zentrum des Sonnensystems steht die Sonne. Und daher, obwohl die Sonne natürlich kein Planet ist, sondern ein Stern, selbst dass er Energie ausstrahlt und leuchtet, so steht sie eben doch im Zentrum des Sonnensystems. Deswegen ist es für das Sonnensystem doch sehr wichtig, dass wir auch etwas über die Sonne wissen, vor allem auch, weil es sehr viel Interaktion zwischen der Sonne und den einzelnen Planeten gibt. Nun, zuerst einmal einige grundlegende Zahlen, die nicht ganz unwichtig sind. Wie weit ist die Erde von der Sonne entfernt? Ungefähr knapp 150 Millionen Kilometer. Die Sonne hat eine Masse von knapp 2 mal 10 hoch 33 Gramm, also eine ganze Menge. Der Durchmesser, der scheinbare Durchmesser am Himmel ist knapp 32 Bogenminuten, also ungefähr ein halbes Grad. Der wirkliche Durchmesser hingegen ist ungefähr 1,4 Millionen Kilometer. Mittlere Dichte ungefähr 1,4 Gramm pro Kubikzentimeter. Die Solarkonstante, das ist jene Energie, die in der Entfernung der Erde von der Sonne gemessen wird, hat einen bestimmten Wert. Das ist nicht uninteressant, wenn man wissen möchte, ob es hier leichte Variationen gibt oder nicht. Dann haben wir noch die gesamte Leuchtkraft, aber das sagt uns relativ vielleicht nicht so viel. Die Temperatur an der Oberfläche liegt bei ungefähr 5800 Kelvin. Und am Äquator rotiert die Sonne in ein bisschen mehr als 24 Stunden, knapp 25 Stunden einmal rundherum. Betonung liegt hier am Äquator, weil die Sonne rotiert nicht wie ein rigider Körper, sondern unterschiedlich je nach der Breite. Das Innere der Sonne, teilweise weiß man das aus Messungen, die über die sogenannte Helioseismologie passiert, wo also die Vibrationen, kann man sagen, der Sonnenoberfläche dazu verwendet werden, die tiefe Struktur zu untersuchen und teilweise natürlich aus Berechnungen. Es gibt einen Kern der Sonne, dort wird auch Energie produziert, dann eine sogenannte radiative Zone oder Strahlungszone und dann einen äußeren Bereich, wo es Konvektion gibt und dann ganz außen die uns sichtbare Oberfläche, da gibt es die sogenannten Granulen, die Sonnenflecken und so weiter, das ist die Photosphäre. Und dann haben wir noch darüber Atmosphäre, also über dem optisch sichtbaren Rand der Sonne gibt es dann noch die sogenannte Chromosphäre, die Farbschichte und dann die viel weiter außen gelegene dünne Korona der Sonne. Nun gehen wir das auch ein bisschen der Reihe nach hier genauer durch. Die Photosphäre der Sonne, das ist eigentlich die sichtbare Oberfläche, hat eine Oberflächentemperatur, variiert etwas zwischen ungefähr 4.500 und 6.500 Kelvin. Diese Zone, die Photosphäre, die sichtbare Schicht der Sonnenatmosphäre ist nicht sehr dick, ungefähr 500 Kilometer nur. Und es gibt eine kleine Variation, dass der äußere Teil kühler ist als der innere Teil der Photosphäre. Die Photosphäre hat, was man eigentlich auch sehr schön sieht, wenn man mit hoher Auflösung die Sonne ansieht, eine sogenannte Granulation. Das ist so wie kochender Grießbrei vielleicht oder sowas ähnliches.
Man sieht also, das ist natürlich hier kontrastverstärkt, diese sogenannten Granulen, die meisten davon sind so im Größenordnungsmäßig 1000 Kilometer, also so groß wie eines der größeren Länder, Deutschland, Frankreich, vielleicht mit ein paar Nachbarländern noch dazu genommen. Und was hier passiert ist, das sind im Wesentlichen Konvektionszellen, wo im Inneren, das im Zentrum dieser Granulen heißes Gas aufsteigt und das sinkt dann am Rand wieder ab. Und das kann man auch verfolgen, zum Beispiel hier in diesem kleinen Video, wo man sieht, dass diese Granulen nicht einfach nur etwas Statisches sind, das ist ein bisschen beschleunigt mit der Zeit, aber man sieht, dass sie sich bewegen. Und wenn man Magnetfeldmessungen macht, dann sieht man auch, dass diese einzelnen Granulen einzelne Zonen sind. Und hier sieht man auch an den Pfeilen die Flussrichtung. Also das steigt im Zentrum auf und sinkt am Rand ab. Die Sonnenoberfläche, die Photosphäre, zeichnet sich auch aus durch die sogenannten Sonnenflecken, die man manchmal sehen kann. Mit freiem Auge ist das nicht zu empfehlen, auch nicht mit guten Abschirmgläsern, denn man sollte nie in die Sonne schauen eigentlich, kann immer was passieren. Bei Teleskopen muss man natürlich starke Filter verwenden, dass man das anschauen kann. Gut ist die Beobachtung von Sonnenflecken, dass man zum Beispiel die Sonne auf einen weißen Schirm projiziert hinter einem Fernrohr. So haben also schon die frühen Beobachter wie Galilei und Scheiner Anfang des 17. Jahrhunderts Sonnenflecken beobachtet. Und man hat dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass man die Sonnenflecken auch dazu verwenden kann, die Rotationsperiode der Sonne abzuleiten, die eben bei ungefähr 25 Tagen in Äquatornähe liegt und ungefähr 30 Tagen bei 60 Grad nördlicher oder südlicher Breite. Die Sonnenflecken, die stehen eigentlich deswegen als Kontrast heraus, weil es handelt sich hier um kühlere Zonen. Wir haben also hier beispielsweise rundherum vielleicht 6000 Kelvin und im Zentrum hier sind es vielleicht nur ungefähr 5000 Kelvin. Das ist noch immer heiß, aber der Kontrast macht es aus, dass sie uns wie dunkle Flecken aussehen. Diese Sonnenflecken treten oft paarweise oder in Gruppen aus und haben ein Zentrum, das nennt man die Umbra oder den Schatten und die Penumbra, so ähnlich wie bei Finsternissen, eine etwas hellere Umrandung. Mit hoher Auflösung fotografiert, das ist eine Aufnahme, die mit einem speziellen Sonnenteleskop mit ganz hoher Auflösung gemacht wurde. Da sieht man rundherum sehr schön die Granulen und hier das Zentrum der Sonnenflecken und da sieht man schon, das hat irgendetwas, das ist eine Störung der Oberfläche, die hier auftritt. Das ist die Granulenstruktur ist hier gestört. Und ja, was passiert dort? Einen Hinweis darauf bekommt man, wenn man zum Beispiel mit hoher Auflösung ein Spektrum aufnimmt, das quer zum Beispiel über einen solchen Sonnenfleck durchgeht. Und was man hier sieht, ist, das ist die Zone außerhalb des Sonnenflecks und hier ist die Zone, die im Sonnenfleck drinnen ist. Und da sieht man, dass diese Spektrallinie aufgespalten ist. Das hat etwas damit zu tun, dass dort ein besonders starkes Magnetfeld herrscht. Dieses Magnetfeld in diesem Sonnenfleck beispielsweise ist ungefähr 4000 Gauss. Im Vergleich dazu, das Magnetfeld der Erde hat 0,5 Gauss. Also das ist ein sehr, sehr starkes Magnetfeld, das hier in diesem Sonnenfleck tatsächlich vorhanden ist. Wenn man die Chromosphäre ansieht, zum Beispiel hier im Wasserstoff-Alpha-Licht auch aufgenommen, dann sieht man hier zum Beispiel zwei dunkle Sonnenflecken. Man sieht aber auch, um diese Sonnenflecken herum, da gibt es Gasbewegung. Also da ist wirklich die Sonnenoberfläche deutlich gestört. Da hinten gibt es auch Sonnenflecken. Da sieht man, da geht irgendwas weg, so Gas geht dort weg. Und es handelt sich also hier um sehr stark magnetisierte Zonen. Also diese starken Magnetfelder zeichnen sich auch dadurch aus, dass zum Beispiel die Polarität des Magnetfeldes
bei Paaren hier jeweils entgegengesetzt ist. Und abgesehen davon, dass sie auch in den Sonnenhälften unterschiedlich ist. Was aber auch sehr interessant ist, und das haben Langzeitbeobachtungen gezeigt, dass Sonnenflecken mit unterschiedlicher Häufigkeit auftreten und das nicht irgendwie zufällig verteilt, sondern es gibt einen sogenannten Sonnenfleckenzyklus, der dauert ungefähr 11 Jahre. Und hier sind Langzeitbeobachtungen aufgezeichnet. Das ist die Häufigkeit der Sonnenflecken. Da sieht man, wie das rauf und runter geht. Mit einer zwar nicht präzisen Regelmäßigkeit, aber doch so über längere Zeit gemittelt sind es eben ungefähr 11 Jahre. Und da sieht man aber auch, was sehr interessant ist, dass also diese Sonnenfleckenhäufigkeit, dass das die Maxima nicht immer ähnlich sind, sondern die können durchaus die Häufigkeit der Sonnenflecken, die Anzahl, das ist eine genormierte Anzahl von Sonnenflecken, die kann sich also locker um einen Faktor 2 sogar ändern. In einem Sonnenfleckenzyklus gibt es besonders viele Sonnenflecken und dann zum Beispiel hier, das ist Anfang des 19. Jahrhunderts gewesen, relativ wenige Sonnenflecken. Also hier gibt es noch weitere Änderungen, die eigentlich nicht gut verstanden sind. Hier ein anderes spektakuläres Bild eines Sonnenfleckengebietes. Und man kann eigentlich schon erahnen von diesen Linien, entlang derer die Gase sich bewegen, dass es sich hier um Magnetfeldeffekte handelt. Das sieht man besonders gut auch, wenn man hier wieder in einem besonderen Spektrallicht sieht, von den Sonnenflecken ausgehen, so richtig solche Loops, würde man es im Englischen bezeichnen, die Magnetfeldlinien darstellen. Nun, was sind sozusagen oder woher kommen diese Sonnenflecken, wie kann man sie erklären? Es ist also ein magnetisches Phänomen. Es handelt sich um aufsteigende magnetische Flussröhren, die aus dem inneren Teil der Sonne, wo die Konvektion stattfindet, an die Oberfläche kommen. Das magnetisierte Plasma ist etwas leichter als die Umgebung, daher steigt es dann auf. Dort wird die Konvektion auch behindert und es entstehen daher etwas kühlere Sonnenflecken. Und hier sieht man zum Beispiel auch die Feldlinien. Hier ist so ein Sonnenfleck zu sehen und hier sind die Feldlinien dann auch zu sehen. Also ein magnetisches Phänomen. Dieser Sonnenfleckenzyklus, der eben ungefähr alle 11 Jahre ein Maximum erreicht, man hat sich oft die Frage gestellt, wie sieht es denn wirklich mit der Sonnenaktivität insgesamt aus, denn es handelt sich hier um einen Aktivitätszyklus, nicht nur um Sonnenflecken, sondern wir werden das dann später in einem anderen Bild auch noch sehen. Die ganze Sonne geht durch eine Aktivitätsänderung. Hat das irgendetwas mit dem gesamten Energieoutput der Sonne zu tun? Diese Hypothese wurde auch mal aufgestellt. Zum Beispiel gibt es hier irgendwelche Auswirkungen auf Erdklima. Die Antwort kann man gleich vorweg schicken, eher weniger. Obwohl es gibt hier ein Maunder Minimum, wo wenig Sonnenaktivität war. Aber da war die sogenannte kleine Eiszeit. Aber sonst sind Korrelationen hier nicht unbedingt nachweisbar. Und was auch interessant ist, während so eines Sonnenfleckenzyklus wandert die Zone der Flecken zu niedrigeren Sonnenbreiten, also Breitegraden auf der Sonne. Und das zeigt dieses Diagramm. Das heißt, am Anfang eines Zyklus entstehen die weiter weg vom Sonnenäquator und später im Sonnenaktivitätszyklus entstehen sie dann eher näher am Sonnenäquator. Und weil dieses Bild so hübsch aussieht, nennt man das auch ein Schmetterlingsdiagramm der Sonnenfleckenaktivität. Und was auch noch beachtet werden soll, die Polarität der Paare von den Sonnenflecken, die ändert sich von Zyklus zu Zyklus. Die ist einmal so und im nächsten Zyklus ist sie so. Das heißt, eigentlich zum selben Magnetzyklus wäre es ein 22-Jahr-Zyklus, weil zwei solche Zyklen zusammenkommen. Nun gibt es Beobachtungen,
die nicht unbedingt hundertprozentig präzise sind, aber doch, die über längere Zeit von verschiedenen Satelliten aus aufgenommen wurden und die im Wesentlichen innerhalb der Fehler nicht wirklich besonders deutlich zeigen, dass sich die Sonnenstrahlung insgesamt, die Leuchtkraft der Sonne insgesamt besonders ändert während so eines Zyklus. Manche Daten zeigen ein bisschen eine Änderung, aber die Interpretation ist sehr, sehr umstritten. Die Stärke und die Polarität der magnetischen Felder sind auch hier zu sehen. In dem einen Bild haben wir einen durchaus sehr intensiven Sonnenfleckenzyklus, während die Sonne aktiv ist. Im anderen Bild sehen wir kaum Sonnenflecken. Das heißt, hier ist die Sonne am Ende oder zwischen den Aktivitätsmaxima. Magnetfeldmessungen können hier auch, das ist ein Beispiel aus dem Jahr 1989, einfach nur um zu zeigen, das Gelb, das ist die positive Polarität, das Blau ist dann die negative Polarität. Hier sieht man, dass eben in den unterschiedlichen Hemisphären der Sonne die Polarität entsprechend gegensätzlich ist. Das ist etwas ganz Interessantes. Das zeigt jetzt die Sonnenaktivität in einem natürlich computergenerierten Bild, aber aufgenommen im Röntgenlicht der Sonne. Und da sieht man, dass während eines Sonnenfleckenmaximums eine sehr aktive, sehr diverse Sonne zu sehen ist, während im Sonnenfleckenminimum hier, naja, wie der Name schon so schön sagt, nur ein Minimum an Aktivität zu sehen ist. Das ist allerdings jetzt in der Röntgenstrahlung und das repräsentiert einen bestimmten Teil, vor allem die magnetisch aktiven Regionen, die hier besonders angeregt sind in der Röntgenstrahlung. Die Gesamtleuchtkraft der Sonne, das muss man noch einmal betonen, ändert sich natürlich keinesfalls so dramatisch. Nun, wie glaubt man, dass dieser magnetische Zyklus entstehen? Dieses Bild hier, dieses kleine Video, zeigt die Hypothese nach Babcock. Am Anfang des Zyklus, hier haben wir im Inneren die Flecken und durch die differenzielle Rotation der Sonne werden diese Magnetfeldlinien dann verwirbelt und irgendwann einmal hier jetzt, im Ende, ungefähr jetzt, neutralisieren sie sich und der Zyklus beginnt von vorne. Das ist die Idee, das warum mit der differenziellen Rotation der Sonne, also schnellere Rotation am Äquator, langsame Rotation Richtung Pole hin, es zu dieser Verwirbelung der Magnetfelder kommt und dadurch zum Ende des Magnetfeldzyklus und zu einem Neustart wieder. Es ist auch interessant festzustellen, dass die Sonne im Inneren, in dem sogenannten Konvektionsgebieten, also unter der Photosphäre Richtung Zentrum dann hin, dass es hier auch große Strömungen gibt, so ähnlich wie in den Atmosphären von manchen Planeten, beispielsweise bei der Venus ist das auch der Fall. Und das ist natürlich ganz was anderes. Also Jetstreams in der Sonne sind nicht vergleichbar mit Jetstreams in einer Planetenatmosphäre, aber man kann sich das so ähnlich vorstellen. Wenn ich ins Innere der Sonne gehe, wir haben also diese differenzielle Rotation, wo also am Äquator hier wir ungefähr so 25 Tage Rotation haben und das ist die Konvektionszone und wir haben in den höheren Breitengraden, 60 Grad zum Beispiel Breite, eine langsame Rotation in Richtung Zentrum der Sonne, normalisiert sich das Ganze und das ist nur auf der Konvektionszone der Unterschied, während dann in dieser sogenannten radiativen Zone oder Strahlungszone und dann Richtung Kern hin die Rotation sich dann irgendwo bei so 28 Tagen irgendwo einpendelt. Das heißt, das Innere der Sonne rotiert gleichförmig, während das Äußere der Sonne in dieser Konvektionszone, wo es diese großen Konvektionszellen gibt, eben differenzielle Rotation aufweist. Wo kommt eigentlich das Spektrum der Photosphäre her? Es ist eine Kontinuumstrahlung, keine Strahlung, die
weil der gesamte Körper leuchtet. Das heißt, wir haben nicht nur eine einzelne Wellenlänge, sondern wir haben eine Kontinuumsstrahlung und die entspricht ungefähr 5700 Kelvin ganz allgemein. Wenn ich natürlich jetzt ein Sonnenspektrum aufnehme, dann sieht das Ganze etwas anders aus. Es gibt nämlich hier aneinandergereiht ein ganz langes Spektrum hier. Das muss man also so sehen, das geht so immer per Zeile, so fast wie Musiknoten kann man das hier lesen. Und da sieht man, dass es viele, viele dunkle Absorptionslinien gibt. Alle diese Absorptionslinien sind natürlich charakteristisch für bestimmte chemische Elemente. Zum ersten Mal wurde das beobachtet von Fraunhofer, der Anfang des 19. Jahrhunderts seine Untersuchungen gemacht hat. Besonders prominente sogenannte Fraunhofer-Linien kommen zum Beispiel von den Elementen Wasserstoff, Calcium, Magnesium, Eisen, aber viele, viele andere. Also alle diese dunklen Linien hier, jede einzelne Linie ist charakteristisch für bestimmte chemische Elemente. Natürlich, jedes chemische Element hat nicht nur eine Linie, sondern mehrere Linien in diesem Spektrum. Es handelt sich dabei, ganz normal wie bei anderen Spektren auch, um atomare Übergänge, die unterschiedliche Energien aufweisen. Wenn hier zum Beispiel eine Ionisation erfolgt, bis zum Grundzustand hin, von einer der angeregten Ionisationsenergien, dann gibt es, je nachdem von wo aus ich zum Grundzustand springe, erste, zweite und so weiter, dritte Anregungszone, dann habe ich entweder die Lyman-Linien oder die Baumer-Linien oder die Paschen- oder die Brackett-Linien, wobei gerade hier die Baumer-Serie schön auch im sichtbaren Bereich, im Wasserstoff hier, im sichtbaren Bereich des Spektrums zu sehen sind. Und innerhalb dieser Baumer-Serie, also das geht auf die erste Anregungsstufe, nicht auf die Grundstufe. Die erste nennt man dann die Alpha, die Beta, die Gamma und so weiter Linie. Und das ist die H-Alpha-Linie, die oft verwendet wird, in deren Licht man die Sonne besonders gut auch fotografieren kann, um Strukturen an der Oberfläche auch sehen zu können. Nun, dieses Spektrum der Photosphäre, das ist ein Absorptionsspektrum. Und man sieht sie deswegen gut, weil die Photosphäre, wie wir vorher ja am Anfang schon gesehen haben, im unteren Bereich heißer ist als im oberen Bereich der Photosphäre. Das heißt, der untere Bereich macht die Kontinuumsstrahlung und das Licht, das da durchgeht, wird dann teilweise absorbiert. Das sind die Absorptionslinien der kühleren Teile der Photosphäre. Und was wir hier also tatsächlich sehen mit diesen Spektrallinien, den Absorptionslinien, sind die höheren Schichten der Photosphäre. Und natürlich kann ich aus der Intensität der Linie die Elementhäufigkeit, aber auch die Temperatur ableiten. Und das führt dann dazu, wir haben das auch beim Kapitel über Meteorite schon gesehen, dass man aus den Spektrallinien in der Sonnenphotosphäre die chemische Zusammensetzung der Sonne, also im Prinzip der Photosphäre, ziemlich genau ableiten kann. Man kann auch Druck ableiten und so weiter, aber wichtig ist, was kam dann heraus, also diese Häufigkeiten kann man dann berechnen. Man sieht auch, dass Wasserstoff und Helium die häufigsten Elemente sind und danach der Rest macht nur einen geringen Teil dieses Gesamten aus, ungefähr ein Zehntel Prozent. Über der Photosphäre liegt die sogenannte Chromosphäre. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet eben die Farbsphäre. Die sieht man so als leicht rötliche, dünne Schicht, besonders bei Finsternissen oder aber auch im Lichte der Wasserstoff-Alpha-Linie ist es gut zu sehen. Liegt bis ungefähr 2000 Kilometer über der Photosphäre und ist viel, viel dünner als die Photosphäre. Hat nur ungefähr ein Zehntausendstel der Dichte der Photosphäre, aber eine höhere Temperatur von bis zu ungefähr 25.000 Kelvin.
In dieser Photosphäre bilden sich auch diverse Strukturen, wie zum Beispiel Protuberanzen, aus. Am Rande der Sonne hier aufgenommen, man sieht ein bisschen eben die Chromosphäre, man sieht aber auch sehr schön die wiederum durch Magnetfelder bedingten Filamenteruptionen. Bei Sonnenfinsternissen hier eine Finsternis aus dem Jahre 1991, das ist dieses Diamantringphänomen, das wir schon im Kapitel über die Sonnenfinsternisse auch besprochen haben. Man sieht hier wunderschön, aber daneben die Chromosphäre. Und wenn man genau hinschaut, sieht man eben auch die Unregelmäßigkeiten auf der Mond, am Mondrand, also die Berge und Täler am Mond. Und hier haben wir eine schöne Protuberanz, die am Sonnenrand dann Prominenz genannt wird auf Englisch. Und hier auch so etwas Ähnliches. Eine wunderschöne Protuberanz, die ganz klar die Magnetfelder zeigt, entlang derer das Gas fließt. Diese Eruptionen können durchaus recht groß werden. Und wenn wir hier die Erde im Größenvergleich uns ansehen, dann sehen wir einerseits, wie groß die Sonne ist und andererseits auch, wie groß diese Eruptionen sein können. Also durchaus sehr eindrucksvoll. Und glücklicherweise ist die Sonne von der Erde ungefähr 150 Millionen Kilometer entfernt. Das heißt, auch diese großen Protuberanzen treffen uns nicht direkt, aber es gibt bestimmte Arten von Eruptionen, die uns sehr wohl auch gefährlich werden können. Dazu später noch ein paar Worte. Dann haben wir die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre, auch hier wieder besonders gut bei Finsternissen zu sehen. Das ist die sogenannte Sonnenkorona. Je nachdem, wie lang man hier belichtet, kann diese Sonnenkorona sehr weit von der Sonne sich entfernen, mehrere Sonnendurchmesser weit, hat eine ganz, ganz geringe Dichte, 10 hoch minus 12 mal die Dichte der Photosphäre nur, aber dafür eine relativ hohe Temperatur. Temperatur in dem Fall ist einfach die Bewegung der einzelnen Atome bzw. Ionen da drinnen, was dazu führt, dass eine sehr starke Röntgenstrahlung von der Korona aus ausgeht. Aber weil das nur eine ganz, ganz dünne Atmosphärenschicht ist, wirkt sich auch die Variation der Röntgenstrahlung hier nicht sehr stark oder fast überhaupt nicht auf die Gesamtleuchtkraft der Sonne aus. Wie gesagt, man sieht die Korona sehr gut und hat das natürlich schon lange, lange so gesehen bei totalen Sonnenfinsternissen. Hier haben wir also den Mond, der die Sonne von der Erde aus scheinbar bedeckt am Himmel. Und man sieht sehr schön, das ist eine Sonnenfinsternis, die war am 16. Februar 1980. Diese Aufnahme ist von Indien. Ich hatte das Glück, genau diese Sonnenfinsternis auch zu sehen, allerdings von Tansania aus in Afrika, war sehr spektakulär. Und da sieht man, dass diese Sonnenkorona nicht unbedingt immer gleichförmig verteilt ist, sondern so lange Fäden zum Beispiel ziehen kann. Und man kann auch hier sich schon wieder ganz klar vorstellen, dass das etwas mit Magnetfeldern zu tun hat. In diesem Fall sieht man, dass die mehrere Millionen Kilometer ungefähr 6 Sonnenradien oder 3 Sonnendurchmesser weit weg vom Zentrum der Sonne noch zu sehen sind. Das ist eine Aufnahme ganz normal im sichtbaren Licht. Hier sieht man eine Sonnenfinsternis im Jahr 1991. Nicht nur, dass hier Eruptionen in der Nähe der Sonne zu sehen, man sieht es auch sehr schön, diese sehr delikaten Strukturen in der Sonnenkorona, aber für solche Aufnahmen muss man dann schon große Fernrohre verwenden bzw. sehr große Objektive mit den Kameras, damit man das gut sehen kann. Man braucht auch ein gutes Blickfeld, ein breiteres Blickfeld. Das ist eine Sonnenfinsternis, die einige Jahre später war. Da sieht man das, wenn man das jetzt vergleicht, das ist doch eher gleichförmiger, während hier haben wir doch ein bisschen Unterschiede bei den Polen und im Äquatorgebiet, aber ebenfalls wieder, dass das eine wunderschöne, feine Struktur aufweist. Aber nochmals, ganz, ganz dünnes Gas sieht man wirklich nur, wenn man das Sonnenlicht
blockiert. Das kann man mit bestimmten Sonnenteleskopen, den sogenannten Koronographen, machen. Aber am besten geht es halt mit, bei einer Sonnenfinsternis, weil da das Licht bereits, bevor es die Erdatmosphäre trifft, geblockt wird. Jetzt können wir hier ein Diagramm zusammenfassen. Wie schaut es denn aus mit der Temperaturverteilung in den Teilen der Sonnenatmosphäre? Wenn ich gehe von der Photosphäre über die Chromosphäre zur Corona, dann habe ich halt hier eine Temperatur von wenigen tausend Kelvin. Die steigt dann in der Chromosphäre etwas an und geht dann drastisch hoch in der Corona. Die Dichte hingegen, die nimmt erst sehr stark ab und dann fällt sie überhaupt, wenn sie in die Corona übergeht, ganz, ganz, ganz stark nach unten. Man beachtet, das sind also logarithmische Skalen hier. Wie kommt die Sonnenkorona zur hohen Temperatur? Das hat damit zu tun, dass das Plasma durch die Magnetfelder zum Beispiel von den Sonnenflecken her, also aus der Konvektionszone der Sonne, beschleunigt wird. Und das ist im Wesentlichen der Heizungsmechanismus, den wir hier haben. Ein wunderschönes Bild noch von solchen Magnetloops, die zur Heizung der Corona beitragen. Und hier sieht man die Feldlinien jetzt aufgezeichnet von solchen Hotspots, beziehungsweise oft sind das Sonnenflecken. Man kann natürlich auch mit Raumschiffen die Sonne beobachten. Es gibt zum Beispiel das sogenannte, oder gab das sogenannte SOHO Observatorium, das heißt Solar and Heliospheric Observatory im Weltraum. Da hat man mit einem Koronograph, es reicht da eben leider nicht aus, nur die Sonnenscheibe selber abzudecken, sondern man muss ein bisschen mehr abdecken. Und da sieht man sehr schön, wie also die Teile der Corona hier, die fließen nach außen. Also da wird das Gas fließt sehr schnell nach außen. Und was in diesem Bild auch noch zu sehen ist, ein Komet. Kometen sind sogar öfters beobachtet worden mit diesem SOHO Observatory. Man hat also mehrere hundert solche Kometen bereits beobachtet, die dann in die Sonne stürzen oft. Manche kommen auf der anderen Seite wieder heraus, viele nicht. Also dieser Komet, der fürchte ich, der kommt dann nicht mehr heraus, der stürzt weg. Aber man sieht sehr schön den Schweif, der durch die Sonnenstrahlung einerseits zum Ionisieren gebracht wird, beziehungsweise andererseits beleuchtet ist. Ja, und dann gibt es von Zeit zu Zeit etwas besonders Unangenehmes. Das sind die sogenannten koronalen Massenauswürfe. Im Englischen sagt man Coronal Mass Ejection. Und hier auch wieder mit dem SOHO-Koronograph aufgenommen. Das ist eine riesige Eruption im Wesentlichen. Aus der Sonne, hier ist die Größe der Sonne, hier ist der Koronograph, der blockiert noch etwas mehr. Und innerhalb von 8 Stunden hat sich dieses Coronal Mass Ejection gebildet und wandert sehr, sehr schnell von der Sonne weg. Hier ein anderes Beispiel aus dem Jahr 2000 mit einem Spektrographen, wiederum ein anderer Spektrograph, aber auch auf diesen SOHO-Satelliten aus aufgenommen. Da sieht man die normale Teile der Corona und hier eine gigantische Coronal Mass Ejection. Das sind nicht unbedingt wahnsinnig häufig, aber auch nicht so selten, wie wir es uns eigentlich vielleicht wünschen würden. Ein paar Worte dazu dann gleich noch dazu. Aber vielleicht vorher noch, diese Corona, ich habe vorhin gerade erwähnt, da strömt Gas mit hoher Geschwindigkeit, oder Plasma eigentlich, mit hoher Geschwindigkeit von der Sonne weg. Das ist der berühmte Sonnenwind. Dieser Sonnenwind ist schon von Kepler ursprünglich postuliert worden, denn er hat ja auch beobachtet, dass der Schweif von Kometen immer von der Sonne weggerichtet wird. Da habe ich gesagt, gibt es irgendeine unbekannte Art von Kraft, die von der Sonne ausgeht, die halt von der Sonne wegweist.
Heute wissen wir, dass der Sonnenwind ein Teilchenstrom ist, hauptsächlich Elektronen, Ionen, also Protonen, aber auch schwerere Teilchen. 95% der Ionen sind Protonen, aber es gibt eben auch ionisierte Heliumkerne bzw. dann auch noch andere schwere Komponenten. Der Sonnenwind, der hat zwei Komponenten. Es gibt einen langsamen Sonnenwind und einen schnellen Sonnenwind. Hier entweicht eben heißes Plasma aus der Korona mit ungefähr 400 Kilometer pro Sekunde. Also doch ziemlich schnell. Die folgen den Magnetfeldlinien, die in der Korona vorhanden sind. Jetzt rotiert natürlich die Sonne und das heißt der Sonnenwind, das heißt die Teilchen, die Photonen, klarerweise, also wenn ich hier eine Eruption habe beispielsweise, dann sehe ich das in 8 Minuten auf der Erde. Die Teilchen hingegen, die brauchen länger. Jetzt kommt es darauf an, wie energetisch sind die Teilchen und welche Masse haben die Teilchen. Manche davon sind viel schneller schon bei der Erde, manche brauchen Stunden. Der normale Sonnenwind braucht ungefähr 4 Tage von der Sonne zur Erde. Ja, und dann haben wir eben den schnellen Sonnenwind, das ist die andere Komponente, die entsteht in den Löchern der Korona. Und das sind Zonen niedriger Magnetfeldstärke, aber mit eben, wo offene Magnetfeldlinien sind, dort kann auch wiederum ein Teilchenstrom entweichen. Und dieser Sonnenwind transportiert auch ein Magnetfeld in den interplanetaren Raum zwischen den Planeten und hat die im vorigen Bild gezeigte Spiralstruktur. Und dadurch kommt es aber auch zu Wechselwirkungen mit den jeweiligen Planeten bzw. mit ihren Atmosphären. Planeten, manche haben Magnetfelder selbst, manche nicht. Der Sonnenwind selbst und damit auch das Magnetfeld, das sich im interplanetaren Raum befindet, ist variabel. Wir haben einen Einfluss auf die Erde. Wir sehen uns das in anderen Bildern dann gleich noch genauer an. Einer der großen Einflüsse ist, die Erde hat eben ein Magnetfeld. Entlang der Magnetfeldlinien strömen dann hochenergetische Teilchen zur Oberfläche hin, interagieren mit der Atmosphäre und führen dann beispielsweise zu den Polarlichtern. Aber zuerst noch die Geschwindigkeit des Sonnenwindes. Hier ein Bild, das eine ultraviolette Strahlung der Sonne zeigt und die Sonnenkorona. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes auch hier zeigt, und das sieht man beispielsweise, dass in der Gegend des Sonnenäquators geringere Geschwindigkeiten des Sonnenwindes herrschen als in den Polargebieten. Ja, dieser Sonnenwind, der kann natürlich, besonders wenn es sich um Eruptionen handelt, große Mengen an Plasma in den Weltraum befördern und besonders diese ganz besonders großen Coronal Mass Ejections, die Massenausbrüche, die können durchaus einen negativen Einfluss auch auf die Erde haben, natürlich andere Planeten auch. Der letzte große Coronal Mass Ejection war 1859, das ist das sogenannte Carrington Event. Dabei kam es damals zu großen Ausfällen im Telegraphensystem, aber das war Jahre bevor die Glühbirne überhaupt erfunden war und wir hatten damals noch kein System, das von Strom so abhängig war, wie wir es heute sind. Würde heute eine Plasmawelle sozusagen wie von einer Coronal Mass Ejection wie von 1859 die Erde treffen, dann kann man durchaus Katastrophen erwarten, könnte man wirklich sagen, wo sich momentane Pandemien im Vergleich dazu fast als unwichtig herausstellen könnten, weil nämlich unsere gesamte Infrastruktur betroffen wäre. Es kommt nämlich aufgrund der geomagnetischen Stürme, die dadurch ausgelöst werden und der Magnetfelder, die praktisch direkt auf die Erde heruntergedrückt werden würden,
zu gigantischen Stromausfällen. Nicht nur das, es könnten auch Leitungen durchbrennen und noch viel schlimmer, wenn man nicht rechtzeitig Transformatoren vom Netz nimmt, dann würden die durchbrennen. Das weiß man deswegen, weil ein kleinerer Eruption Ende der 1980er Jahre in Kanada, im östlichen Teil von Kanada, zu massiven Stromausfällen geführt hat. Und da hat man eben festgestellt, dass gerade die Transformatoren sehr anfällig sind. Man hat nur bedingt Vorwarnzeit, weil von einer Beobachtung einer solchen Eruption dauert es nur wenige Stunden, bis diese hochenergetische Plasmawolke die Erde trifft. Es würde einerseits also dann nicht nur zu wirklich sehr weitreichenden Stromausfällen kommen können, sondern auch zu Zerstörungen der Infrastruktur. Das heißt, man kann das dann nachher nicht so einfach wieder einschalten. Es dehnt sich dann auch die Erdatmosphäre aus. Damit würde es zu einem Abstürzen mancher oder zumindest einer Verlagerung mancher Satelliten kommen, die übrigens schon durch diese enorm starken Magnetfelder beschädigt sein können. Also Kommunikationsausfälle sind auch vorhersehbar. Und man braucht nur ganz kurz nachdenken, was würde passieren, wenn wir hier, sagen wir, in Zentraleuropa auch nur 2 Wochen lang keinen Strom hätten. Krankenhäuser verwenden und andere Infrastrukturen verwenden Generatoren, aber wenn der Diesel aus ist, sozusagen noch 1-2 Tagen, dann ist er aus. Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, die von Strom abhängig sind, fahren natürlich nicht. Das Auto fährt so lang, bis man wieder tanken muss, weil auch die Tankstellen natürlich Strom brauchen, um zu pumpen. Das Wasser aus der Leitung könnte auch nicht mehr unbedingt kommen, weil auch das braucht Elektrizität zum Pumpen. Auch das Abwasser abzupumpen braucht oft Elektrizität. Einkaufen gehen? Naja, man kann ja nicht einmal mehr einkaufen, ohne irgendetwas zu scannen an der Kasse. Weiß kaum mehr, wie man mit Bargeld umgeht. Also auch das könnte zu gewissen Schwierigkeiten, sagen wir es mal freundlich, führen. Also ein koronaler Massenausbruch, der würde eine Virusepidemie alt aussehen lassen, kann man nur sagen. Daher sollte man sich vielleicht auch auf solche Dinge etwas besser vorbereiten. Das Einzige, woran man sich dann auch in unseren Breitengraden erfreuen kann, ist, die ganze Nacht lang gibt es dann wunderschöne Nordlichter zu sehen. Aber das ist sicherlich nur ein geringer Trost. Wie sieht denn das überhaupt mit den Magnetfeldern aus? Nicht nur bei der Erde, sondern auch bei anderen Planeten im Sonnensystem. Naja, die Magnetfelder, Magnetfeld also in Gauss, die Erde hat ungefähr 0,3 Gauss, Merkur hat nur einen Bruchteil davon, aber interessanterweise hat ein Dipolmagnetfeld. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun haben auch relativ starke Magnetfelder, aber nur Jupiter hat ein stärkeres Magnetfeld als die Erde. Saturn, Uranus und Neptun sind etwas schwächer als das Erdmagnetfeld. Und was noch interessanter ist, wenn man schaut, wo diese Magnetfelder jetzt tatsächlich sitzen, dann sind die nicht unbedingt mit der Rotationsachse der einzelnen Planeten in Übereinklang zu bringen. Beispielsweise haben wir hier einen Winkel zwischen den Rotationsachsen und Magnetfeldachsen beim Uranus, das durchaus sehr stark ist, und nicht nur das. Das Magnetfeld ist in dem Planeten und besonders stark noch beim Neptun sogar exzentrisch vorhanden. Also nicht einmal wie bei Erde, Jupiter und Saturn halbwegs zentral, sondern hier haben wir ein externes Magnetfeld. Das führt dazu, dass die Magnetfeldstärke auf der einen Seite beim einen Magnetpol viel stärker ist und auf der anderen Seite praktisch nicht nachweisbar ist. Warum das so ist, man weiß es wirklich nicht genau. Es gibt natürlich einige Hypothesen, aber man weiß es nicht genau. Nicht nur Körper, die ein Magnetfeld haben und eine Atmosphäre haben, haben eine Wechselwirkung mit dem Sonnenwind, sondern auch Körper, die keine Atmosphäre haben, zum Beispiel ein Asteroid oder der Merkur, hat auch keine Atmosphäre. Was hier passiert ist, dass das Plasma, die Teilchen des Plasma direkt
auf die Oberfläche auftreffen und dort wie ein Ionenstrahl, wie in manchen Messgeräten, wo man das halt so kennt, Teilchen von der Oberfläche abspattern, abtragen. Und das macht dann so eine Art Pseudo-Atmosphäre aus im Wesentlichen abgetragenen Gesteinsschichten. Die Erde hingegen, das wissen wir, die hat ein Magnetfeld, wobei dieses Dipolmagnetfeld die Rotationsachse der Erde und die Magnetfeldachse nicht exakt übereinstimmen. Es gibt einen Winkel von ungefähr 10, ein bisschen mehr als 10 Grad dazwischen und auch dieser Winkel bleibt nicht immer exakt gleich, sondern es wandert sogar mit der Zeit dazu gleich noch mehr. Also hier, was passiert? Wir haben eine Sonneneruption und es gibt eine Wechselwirkung mit der Erde. Zuerst einmal haben wir den normalen Sonnenwind, der bläst sozusagen immer in die gleiche Richtung. Daher ist das Magnetfeld auf der einen Seite schon etwas komprimiert zur Erde. Auf der anderen Seite gibt es den langen Schweif, einen Magnetschweif. Und hier haben wir also dann die Rotation der Erde, die da noch mitspielt, das ein bisschen zu verkomplizieren, aber bitte. Wenn jetzt hier eine besonders starke Eruption kommt, dann drückt es natürlich das Magnetfeld näher an die Erde heran, besonders in den Magnetpolgegenden, wo die Teilchen dann zur Erdoberfläche fließen können, kommt es zu einer viel, viel größeren Flussstärke Richtung Erdoberfläche. Und das ist auch hier zu sehen, also diese Ionen und Elektronen, die kommen dann zur Oberfläche und regen die Erdatmosphäre, die Atome der Erdatmosphäre an und dann sehen wir halt diese schönen Polarlichter. Und je stärker der Sonnenwind ist, je stärker die Aktivität ist, desto stärker haben wir hier die Polarlichter, die wir sehen können. Und wenn es zu einer besonderen Verstärkung kommt, zum Beispiel eben bei einem, es muss ja jetzt keine koronale Massenausbruchsituation sein, es kann auch nur ein Flare sein, dann kommt es zu diesen Aurora- und Polarlichtern sogar in temperaten Gebieten, also man hat sie sogar schon in der Karibik mal gesehen. Wenn man das sieht, dann kann es sein, also wenn das länger dauert, dann ist es sehr unangenehm. Ja, das ist, die Idee ist, dass das Magnetfeld natürlich im Bereich zwischen dem festen inneren Kern und im noch flüssigen äußeren Erdkern gebildet wird, dass das Magnetfeld, dass die Magnetpole wandern, weiß man auch schon länger. Hier beispielsweise die beobachtete Wanderung des magnetischen, deswegen ist der Südpol in dem Fall, von 1600 nach 1700 hat sich nicht sehr viel getan, 1800, 1900 und gerade in letzter Zeit wandert der Pol relativ rasch, ziemlich erratisch herum. Also eine genaue Richtung ist nicht wirklich vorhersagbar. Es ändert sich auch die Stärke des Erdmagnetfeldes. Wir wissen aus geologischen Untersuchungen, dass das Erdmagnetfeld sich von Zeit zu Zeit umpolt. Also Norden und Süden teilen, flippen. Ne? Und dazwischen kommt es im Wesentlichen zu einer längeren Phase, wo die Erde kein oder nur ein ganz geringes Magnetfeld hat, dann ist sie besonders empfindlich natürlich auf irgendwelche Einflüsse von außen. Man hat das auch schon nachgewiesen, dass das dass dann verstärkt zum Beispiel bestimmte radioaktive Isotope gebildet werden, die man in Baumringen oder auch in Stalagmiten nachweisen kann, die mit der Änderung des Magnetfeldes der Erde zu tun haben. Also nicht nur koronale Massenausbrüche, sondern auch die Umpolung des Erdmagnetfeldes können hier sehr drastische Auswirkungen haben, weil in so einem Fall dann immer unsere gesamte elektrische und elektronische Infrastruktur sehr empfindlich gestört werden kann. Ja, den Vergleich hier zwischen dem Erdmagnetfeld und den anderen Magnetfeldern hier noch einmal, besonders drastisch sieht man eben den Unterschied zwischen Rotationsachse hier und Magnetfeldlinien hier beim Uranus und dann auch beim Neptun. Beim einen Fall sind sie ungefähr 60 Grad, beim anderen Fall knapp 50 Grad auseinander. Das heißt, diese Magnetfeldlinien, wenn der Planet rotiert um diese Achse, dann rotieren diese ganzen Magnetfeldlinien
und daher auch die Interaktion mit dem Sonnenwind sehr, sehr drastisch, sehr unterschiedlich. Die Größe der einzelnen Magnetosphären, die um die Planeten herum sind, ist natürlich je nach der Stärke der Magnetfelder auch unterschiedlich. Der Merkur hat zwar ein Dipolfeld, das ist allerdings nur ein Hundertstel ungefähr des Erdmagnetfeldes, daher reicht diese Magnetopause hier doch ziemlich nahe an den Planeten heran, während bei der Erde ist es viel, viel weiter weg und auch bei den äußeren Planeten ist es drastisch weiter weg. Es gibt diese Polarlichter nicht nur auf der Erde, sondern natürlich auch auf anderen Planeten. Hier ein Beispiel vom Jupiter, aufgenommen vom Hubble Space Teleskop von der Erde aus gesehen. Im ultravioletten Licht sieht man sehr schön die Nord- und Südlichter, Polarlichter auf dem Jupiter. Auch Raumsonden haben das mittlerweile aufgenommen und sowas Ähnliches sieht man auch beim Saturn. Hier besonders schön in diesen Aufnahmen zu sehen, das sind natürlich Raumsondenaufnahmen, also da sieht man in der Polargegend wunderschön die Aurora, die Polarlichter und die entstehen äquivalent wie bei der Erde, dadurch, dass eben die geladenen Teilchen bis zur Atmosphäre vordringen und dieselbige dann dort zum Leuchten bringen. Dieser ganze Sonnenwind, der nach außen geht, der wirkt wie eine riesige Blase und da außen herum haben wir dann das interstellare Medium, interstellaren Bereich, aber das nennt man dann die Heliosphäre und mittlerweile haben wir schon eins, vielleicht sogar schon zwei Raumschiffe, nämlich Voyager 1 und Voyager 2, die außerhalb bereits der Heliopause sind oder in Kürze sein werden und Daten noch immer zur Erde zurückfunken. Auch Pioneer 10 hat vermutlich die Heliosphäre schon verlassen, nur bekommen wir leider keine Daten mehr von der Sonde Pioneer 10. Während von Voyager gibt es nach wie vor Daten, zwar nicht sehr viele. Die Stärke, mit der die Energie, mit der Voyager zur Erde zurückfunkt, ist wie die einer ganz schwachen Glühbirne. Und trotzdem kann man das noch auf der Erde mit großen Radioteleskopen hören, die Signale. Ja, so viel einmal zur Sonne außen und zur Atmosphäre, zur Wechselwirkung mit den diversen Magnetosphären. Jetzt sehen wir uns noch an, ja, wo kommt denn eigentlich die Energie der Sonne her? Warum scheint die Sonne? Warum ist die Sonne heiß? Naja, hier hat es im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Ideen gegeben. Zuerst einmal hat man gedacht, naja, chemische Prozesse, die Sonne kann ja aus sowas Ähnliches wie Kohle bestehen. Wenn die verbrennt, dann ist die Sonne zeitlang auch schön heiß. Es kann auch Gravitationsenergie sein, dass die Sonne langsam in sich zusammensinkt und dabei Gravitationsenergie frei wird. Und viel, viel später kam dann die Geschichte mit der Kernfusion. Aber erst zurück, also die Sonne ist heiß, aber wo kommt diese Temperatur her? So, wenn wir jetzt anschauen, im Inneren der Sonne, die Leuchtkraft der Sonne, da haben wir also hier die Leuchtkraft. Das ist der Teil des Sonnenradius, leuchtet sehr stark bis zum Kern hin. Die Temperatur andererseits geht von außen, geringe Temperatur, nach innen sehr stark hoch. Wir haben im Inneren sicherlich so um die 15 bis 20 Millionen Kelvin. Und auch die chemische Zusammensetzung ändert sich drastisch mit viel mehr Wasserstoff außen und im Kern viel mehr Helium. Also das ist die Grundvoraussetzung, das wissen wir. Na, schauen wir uns einmal an, die einzelnen Möglichkeiten. Wie lange würde die Sonne denn brennen? Wir haben eine bekannte Leuchtkraft der Sonne. Wir wissen, wie groß die Masse der Sonne ungefähr ist. Wenn also 10 hoch 19 Kilogramm Kohle pro Sekunde verbrannt werden, wie lang reicht die Masse der Sonne? Naja, das ist das biblische Alter, ne? 4000 Jahre. Für die Leute, die der Idee anhängen, dass die gesamte Welt nur ein paar tausend Jahre alt ist,
würde das ja ganz gut ins Konzept passen. Nur leider funktioniert das natürlich nicht, weil wir ja Aufzeichnungen schon auf der Erde haben, die viel länger zurückreichen. Das heißt, chemische Reaktionen sind völlig unzureichend zur Deckung des Energiebedarfs der Sonne. Die andere Idee ist, wie schaut das aus mit der Gravitationsenergie? Auch hier kann man wiederum sagen, dass die Gravitationsenergie nicht ausreicht. Man ist dann erst im 20. Jahrhundert auf die Möglichkeit gestoßen, dass im Inneren der Sonne bestimmte Kernreaktionen abläufen. Aber hier noch ein kleiner historischer Ausflug. Ende des 19. Jahrhunderts oder gegen Ende in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es eine ganze Menge Auseinandersetzungen, kann man sagen, oder Diskussionen zwischen Geologen und Physikern. Die Physiker haben nämlich gesagt, wir sehen keine Möglichkeit, es gibt keinen bekannten physikalischen Prozess, der erklären kann, dass die Sonne hunderte Millionen Jahre leuchtet. Und daher ist der Vorschlag der Geologen, dass die Schichten auf der Erde mehrere hundert Millionen Jahre repräsentieren, nicht erklärbar. Also manche waren natürlich drastisch, haben gesagt, Unsinn, geht nicht, die Erde muss jünger sein. Und die Geologen haben dann gesagt, na, also wir sehen ja Ablagerungen, dass die Erde muss älter sein, muss viele hundert Millionen Jahre alt sein. Ein Verfechter der jungen Erde eigentlich auch, oder zumindest der nicht erklären konnte, wo die Sonnenenergie herkommt, war auch der berühmte Lord Kelvin. Der Grund war eigentlich der, man kannte natürlich kein physikalisches Phänomen, das das erklären konnte. Und die Lösung des Problems kam aus einer völlig unterschiedlichen Richtung. Es gab in Frankreich einen Wissenschaftler, der hat sich interessiert für die Phosphoreszenz von Mineralen. Das heißt, ich rege ein Mineral irgendwie durch Licht zum Beispiel an, dann schaltet das Licht aus und dann phosphoresziert das Mineral einige Zeit. So hat er verschiedene Minerale untersucht, indem er sie auf einer Fotoplatte montiert hat, das Ganze abgedeckt hat, nur das Mineral war zu sehen, und hat sie dann kurz der Sonne ausgesetzt und dann wieder im Dunkeln gelassen und dann hat er geschaut, wie stark phosphoreszieren unterschiedliche Minerale. Dann hat er irgendwann einmal einen Fehler gemacht und hat eine fotografische Platte entwickelt, ohne dass er die vorher der Sonne ausgesetzt hat. Und trotzdem hat er gesehen, dass auf dieser fotografischen Platte Spuren eben von Phosphoreszenz, also von Leuchten, Leuchterscheinen zu sehen war. Der hat das geschickterweise nicht weggeworfen, sondern so hat sich überlegt, was das sein könnte, hat die Experimente wiederholt und ist eben dann draufgekommen, dass er eine bisher unbekannte Art der Strahlung entdeckt hat. Der Name des Herrn war Henri Becquerel, das Jahr 1896, und er hatte die Radioaktivität entdeckt. Die kannte man vorher nicht. Und durch die Entdeckung der Radioaktivität wusste man erst, dass es sogenannte Kernreaktionen gibt, hat dann später im 20. Jahrhundert auch die Energie der Kernreaktionen sich genau angeschaut. Und jetzt kommt halt der große Unterschied. Reaktionen, die mit dem Atomkern zu tun haben, also Kernreaktionen, ob das jetzt Fusions- oder Zerfallsreaktionen sind, sind ungefähr um einen Faktor eine Million Mal energiereicher als chemische Reaktionen. Das heißt, ein Gramm Kern, das Kernenergie produziert, produziert eine Million Mal mehr Energie pro Masseneinheit als eine chemische Reaktion, zum Beispiel die Verbrennung von Kohle. Deswegen sind, auch wenn man es nicht gerne hört, Kernreaktoren sehr effizient in der Energieproduktion und chemische Reaktionen, Verbrennung von was auch immer, Öl, Gas etc., nicht sehr effizient. Ja, das hat halt dann dazu geführt, dass man sich überlegt hat, naja, wie kann das im Inneren der Sonne funktionieren? Man hat dann auch im Laufe der Entwicklung und des besseren Verständnisses von Atomkernen und Atomfusions- und Spaltreaktionen eben gelernt, welche Reaktionen ablaufen können. Und nachdem weder die chemische Energie noch die Gravitationsenergie ausreicht, wie sieht es denn aus mit Kernreaktionen? Da stellt sich dann bald heraus, dass nachdem die eine Million Mal effizienter sind, die Sonne dadurch auch eine Million Mal länger lebt, mindestens sogar,
Und damit erreiche ich eben nicht ein paar tausend Jahre, sondern einige Milliarden Jahre Lebensdauer eines Sterns. Und es, damit funktioniert das Ganze dann wieder. Dadurch wurden auch die geologischen Beobachtungen gut erklärbar. Die wichtigste Reaktion, wir haben das schon einmal kurz gesehen, auch bei der Entstehung des Sonnensystems, deswegen werde ich hier nicht mehr sehr viel mich mit dem Teil beschäftigen. Das ist die sogenannte Proton-Proton-Kettenreaktion. Zwei Protonen fusionieren zu einem Deuterium. Ein Positron und ein Elektron-Neutrino kommt raus. Zwei Deuterium machen ein Helium-4 und nochmal Energie. Zwei Helium-3 machen ein Helium-4 und zwei Protonen werden wieder freigesetzt. Das ist die Proton-Proton-Kette. Und der Unterschied ist, das Helium-4 hat um ungefähr 0,7% weniger Masse als vier Protonen. Dieser Energieunterschied wird nach der bekannten Gleichung E ist gleich im C-Quadrat freigesetzt und so kann man die unter Berücksichtigung der Leuchtkraft und Masse der Sonne bei 10% Nutzung des Wasserstoffvorrates eine Lebensdauer von 10 Milliarden Jahren postulieren. Die Energie allerdings entsteht jetzt im Inneren der Sonne und die muss erst nach außen transportiert werden. Die Abstrahlung erfolgt größtenteils aus der Photosphäre. Wie wird die Energie von innen nach außen transportiert? Zuerst einmal gibt es den Strahlungsbereich, den radiativen Bereich des Sonneninneren und danach die Konvektion. Im Falle der Sonne ist der radioaktive Bereich reicht bis ungefähr 0,7 Sonnenradien. Darüber ist die Konvektionszone, darunter der radioaktive Energietransport. Hier noch einmal schematisch auch dargestellt, der Kern, die radioaktive Zone, die Konvektionszone. Was aber auch interessant ist, ist, dass aufgrund der hohen Dichte die Photonen nicht einfach so wunderbar rausstrahlen, sondern die werden permanent, also die mittlere freie Weglänge für ein Photon ist nur ungefähr ein halbes Zentimeter, 5 mm gerade mal, dann wird es schon wieder absorbiert, dann wird es reemittiert, dann wird es reabsorbiert und so weiter und so weiter. Das heißt, es braucht vom Inneren bis zur Oberfläche ungefähr 1 Million Jahre. Mit anderen Worten, würde es irgendwo einen großen Schalter geben und ich könnte die Kernreaktionen im Inneren der Sonne jetzt abstellen, würden wir das auf der Erde erst nach ungefähr 1 Million Jahre merken, weil so lange braucht es, bis die Energie zur Oberfläche auch kommt. Das heißt, die elektromagnetische Strahlung erlaubt es uns nicht, irgendwelche Rückschlüsse auch über das Innere der Sonne anzustellen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Und zwar, wenn wir zurückgehen noch einmal zu dieser Gleichung hier, da werden eben auch Neutrinos freigesetzt. Nun weiß man bereits seit einiger Zeit, Neutrinos, die wurden zuerst von Wolfgang Pauli theoretisch postuliert und erst Ende der 1950er Jahre von Reines und anderen in Kernreaktoren experimentell nachgewiesen, dass es die auch wirklich gibt. Die sind nämlich deswegen so schwer nachzuweisen, weil sie ganz, ganz geringe Wechselwirkungswahrscheinlichkeiten nur mit der Materie haben. Also die können durch die gesamte Erde, kann ein Neutrino durchgehen, ohne dass es irgendeine Wechselwirkung mit irgendeinem anderen Teilchen, das in der Erde befindet, Protonen, Neutronen, Elektronen und so weiter, passiert. Und das heißt, die Neutrinos aus den Kernfusionsprozessen, die gehen durch die Sonne einfach durch und sind dann ein paar Minuten später auf der Erde. Also man würde dann tatsächlich sehen, wenn auf einmal keine Neutrinos mehr aus dem Sonneninneren kommen, puff, dann ist irgendwas dort passiert mit der Kernreaktion und die ist eingestellt. Das ist natürlich unmöglich sowas, aber trotzdem so wäre es rein theoretisch. Also hier haben wir noch einmal diese Proton-Proton-Kette dargestellt, da gibt es eine schöne Energieproduktion jeweils und da kommen dann auch die Neutrinos heraus. Die Neutrinos, da kennt man die Masse noch nicht so ganz genau. Man weiß, sie gehören zu den Leptonen, so ähnlich wie die Elektronen auch, also zu dem bestimmten Teil der Elementarteilchen. Und es gibt Neutrinos in drei verschiedenen, kann man sagen, Unterspezies. Das sind die Elektron-Neutrinos, die Myon-Neutrinos und die Tauon-Neutrinos. Und wie gesagt, die haben eine sehr hohe mittlere freie Weglänge in jeder Materie. Unser Körper wird jede Sekunde von ungefähr 10 hoch 14 Neutronen durchdrungen und wir merken nichts davon. Das heißt, die sind natürlich daher auch wahnsinnig schwierig nachzuweisen.
Da braucht man riesige Detektoren und in diesen riesigen Detektoren findet dann ganz selten einmal eine Reaktion statt. Na, das muss man einmal finden. Die Idee war einmal, und das hat man bereits 1968 begonnen, in einer tiefen Mine, in der Homestake-Mine in South Dakota war das, hat Ray Davis, ein Wissenschaftler, ein Physiker, sich damit auseinandergesetzt und hat einen großen Tank gebaut. Warum in einer tiefen Mine? Weil man alle anderen Teilchen ausschließen möchte, die dort von der Sonne oder von außen kommen. Das heißt, wenn man dann knapp 2 Kilometer tief unten sitzt, dann kommen da wirklich nur mehr die Neutrinos herein. Und die Idee war, er hat diesen Tank mit 400 Kubikmeter Tetrachlorkohlenstoff gefüllt. Und jetzt gibt es eine Reaktion, dass das Chlor 37 mit einem Elektronneutrino zu einem Argon 38 und ein Elektron reagiert. Das Argon 37 ist radioaktiv. Das kann man aus dem Tank dann herausspülen und an ein Zählrohr, an ein Messgerät bringen und dann messen. Und jetzt kommt es aber. Nach 100 Tagen Messung hat man 60 Zerfälle, also nicht einmal einen pro Tag, in dem Detektor gemessen, der 10 hoch 31 Chloratome hat. Da sieht man erstens, wie selten diese Reaktion abläuft und zweitens, wie schwierig das zu messen ist. 60 Zerfälle in praktisch einem Dritteljahr zu messen. Wahnsinnig schwierig. Er hat das aber jahrelang, jahrzehntelang hat er das gemacht, diese Messung. Die Ausdauer hat sich ausgezahlt, denn er hat dann endlich 2002 den Nobelpreis für Physik dafür bekommen, für seine Arbeiten. Das ist aber auch wieder eine kleine Problematik. Das Chlor-Experiment ist nur empfindlich für höher energetische Neutrinos, die aus den Nebenketten der Proton-Proton-Reaktion kommen. Also die Beryllium und Lithium und so weiter und Bohr beinhalten, nicht aus der Hauptreaktion, die meisten Neutrinos produziert und die für die meiste Energieproduktion vorhanden ist. Und das Problem war dann eben auch, das war also erst das Problem, dann die Frage, wie kann ich das Problem lösen. Man hat nur ungefähr 30% der erwarteten Neutrinos gemessen. Und dann war die große Frage, ja, warum? Wo sind die anderen Neutrinos? Also das war natürlich unter Berücksichtigung, dass man nur die Nebenreaktionen misst. Ne? Und trotzdem nur ein Drittel der erwarteten Neutrinos wurden gefunden. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Es gab verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Ist zum Beispiel das Modell des Sonneninneren falsch? Weil natürlich diese Nebenreaktionen auch stark temperaturabhängig sind. Da muss man wiederum sagen, naja, also die Sonne ist ein Gasball und das Verhalten von Gasen bei hohen Drucken und Temperaturen ist sowohl theoretisch wie auch experimentell doch sehr gut verstanden. Also da wäre schon sehr viel an der Physik falsch, wenn man die Temperatur in so einem Inneren eines Gasballs nicht halbwegs korrekt berechnen könnte. Gibt es irgendeinen Fehler im Experiment? Man hat das nachgeprüft und nachgeprüft, zeige dann gleich, wenn man da noch andere Experimente gemacht, wieder nichts. Und die letzte Möglichkeit war, versteht man einfach die Neutrinophysik nicht gut genug. Die Lösung kommt gleich. Also gleich nicht, weil das hat lange Zeit gebraucht. Es wurden andere Experimente durchgeführt. Und dann muss man ja bedenken, das ist ja alles auch nicht gerade billig. Ne? Zum Beispiel das Galex-Experiment, das in Italien im Gran Sasso durchgeführt wurde, ist sowas ähnliches wie das Chlor-Experiment. Aber mit Gallium, da gibt es eine Reaktion von Gallium zu Germanium, das man dann radiochemisch separiert und dann misst. Das ist wieder empfindlich für auch normale Proton-Proton-Neutrinos. 30 Tonnen Gallium, übrigens mehr als die damalige Weltproduktion von Gallium pro Jahr,
Also das hat lange Jahre gebraucht, bis man diese 30 Tonnen Gallium zusammengehabt hat. Dann gibt es den sogenannten Kamiokande-Detektor in Japan. Das ist im Wesentlichen eine Kugel mit einem Pool an Wasser drinnen. Und in dem Wasser gibt es Reaktionen zwischen den Elektronen und den Neutrinos. Und die machen dann einen Lichtblitz, eine sogenannte Cherenkov-Strahlung. Und alle diese kleinen Kugeln, dahinter stecken Photomultiplier, die das messen, diese Lichtblitze. Und dann gibt es zum Beispiel auch den sogenannten Sudbury-Neutrino-Detektor. Dazu gleich noch mehr, aber hier noch zuerst die Energien. Also der höchste Fluss an Neutrinos wird durch die normale Proton-Proton-Kette gemacht, aber bei relativ geringen Energien. Und hier sind wir im Wasser, also das ist das, was Wasser machen kann, das Kamiokande-Experiment. Bis hierher, zu dieser Energie, geht das Chlor-Experiment und bis hierher geht das Galex-Experiment. Das heißt, mit dem Galex-Experiment kann man tatsächlich auch die Proton-Proton-Ketten-Neutrinos nachweisen. Und das ist noch einmal dieser Original-Detektor mit dem Chlor-Experiment und die anderen Experimente. Was zeigt sich dann? Also diese langen Jahre an Messungen mit dem Chlor-Experiment. Alle Messungen sind hier, Mittelwert, und alle theoretischen Berechnungen waren da oben. Die haben sich zwar über die Jahre leicht geändert, aber nicht so drastisch. Und immer noch war dieser große Unterschied zu sehen. Hier ein Bild des Sudbury Neutrino Detektors, auch in einer tiefen Mine, in diesem Fall in einer Platin- bzw. Nickelmine. Hier auch wieder zu sehen, auch wieder viele, viele Photomultiplier. In diesem Fall ist es nicht normales Wasser, sondern schweres Wasser gewesen, das man verwendet hat. Das ist viel, viel empfindlicher. Die Neutrinos, die interagieren halt mit dem schweren Wasser. Ich detektiere das dann mit Photomultipliern. Das Ergebnis dieser Messungen und dann auch von den Super-Kamiokande-Experimenten war, also man bestätigt ein Defizit von Elektronenneutrinos. Und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass es sogenannte Neutrino-Oszillationen gibt. Dass sozusagen auf dem Weg von der Sonne zur Erde wandeln sich die Neutrinos, die Elektronenneutrinos, in eine andere Neutrinoart um. Und wenn man die alle mitmisst, dann passt's. Das heißt, die Lösung war der dritte Punkt der Möglichkeiten. Es war nicht ein Fehler im Experiment. Wir haben das Sonnenmodell gut verstanden, aber wir wussten einfach nicht genug Bescheid über die Physik der Neutrinos. Und das war eigentlich einer der ersten experimentellen Nachweise auch für Physik jenseits des damaligen Standardmodells. Das ist natürlich jetzt auch schon einige Jahre her, dass man das gefunden hat. Aber eine Detektivarbeit sondergleichen, die hier notwendig war. Nun, wir kommen jetzt nach dieser Geschichte über die Energieproduktion auch im Inneren der Sonne schon ein bisschen zum Ende der ganzen Story über die Sonne. Wir haben ja bereits in einer der letzten Vorlesungen das Herzsprung-Russell-Diagramm kennengelernt und ich habe erzählt, dass während im Inneren eines Sterns, wie bei unserer Sonne beispielsweise, diese Kernfusionsreaktionen ablaufen, also hauptsächlich die Proton-Proton-Reaktion. Das führt dazu, dass diese Sterne lange Zeit stabil leuchten können und stabil Energie produzieren können. Und die meisten dieser Sterne befinden sich daher in dem Herzsprung-Russell-Diagramm, wo wir die Temperatur, die Oberflächentemperatur oder die Spektralfarbe gegen die Leuchtkraft auftragen, gibt es diese sogenannte Hauptreihe und die meisten Sterne, die eben normale Energie produzieren, befinden sich auf dieser Hauptreihe. Wenn dann allerdings der Wasserstoffvorrat im Inneren der Sonne oder eines Sterns aufgebraucht ist, es brennt dann natürlich schalenförmig nach außen, aber irgendwann einmal reichen dann Druck und Temperatur nicht mehr aus, um eine Kernfusionsreaktion weiterhin am Leben zu erhalten. Und die Schwerkraft, die Reaktion hört auf, der Strahlungsdruck auf dem Inneren
nimmt dann ab. Der Stern beginnt in sich zusammenzusinken, weil die Schwerkraft übernimmt. Dadurch wird es wieder heißer. Dadurch kommen andere Kernreaktionen, die allerdings viel kurzlebiger sind. Und dann haben wir zum Beispiel diese Riesenphase, die hier oben zu sehen ist. Und zum Schluss stößt dann der Stern die Atmosphäre ab oder explodiert und wird dann zu einem weißen Zwerg oder zu einem Neutronenstern oder was auch immer dann nach einer Supernova-Explosion übrig bleibt. Und das passiert dann natürlich auch irgendwann einmal mit unserer Sonne. Die wird zwar keine Supernova, weil so massereich ist sie nicht, aber sie wird sich am Ende ihres Lebens, dann beginnen diese Kontraktionen und Expansionen, dehnt sich aus eine Zeit lang, wird viel größer, als sie es jetzt ist, wird ein, vielleicht nicht ein wirklicher Riesenstern, aber doch deutlich größer. Das Erste, was man berücksichtigen soll, wir sind jetzt, also hier ist das Alter sozusagen der Sonne von der Entstehung des Sonnensystems. Das ist eine logarithmische Skala, deswegen haben wir da gar nichts aufgetragen jetzt hier. Aber hier, wir sind jetzt hier. Früher, das ist auch was ganz Interessantes, hatte die Sonne eine geringere Leuchtkraft. Man nennt das the faint young sun und eigentlich sogar the faint young sun paradoxon. Das Paradox hat mehr mit der Erde zu tun, denn wenn die Leuchtkraft der Sonne vor 4 Milliarden Jahren nur ungefähr 70 oder 75% der heutigen Leuchtkraft war, müsste eigentlich damals die Erde komplett zugefroren gewesen sein. War es aber nicht. Der Grund dafür hat mit der Sonne wieder nichts zu tun, sondern mit der Erde, aber das ist das Paradox. Man hat es lange nicht verstanden, man versteht es noch immer nicht ganz genau. Es gibt einige Arbeitshypothesen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn hier, was bedeutet das? Wenn ich in die Zukunft gehe, wird die Sonnenleuchtkraft langsam, aber doch stetig zunehmen. Das heißt, es wird langfristig gesehen heißer auf der Erde. Wir sprechen jetzt von Klimawandel. Ja, okay, der ist jetzt etwas sehr Kurzfristiges, der eingetreten ist. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten eigentlich. Hier sprechen wir von langfristigen Entwicklungen, die keine so drastischen Auswirkungen in kürzerer Zeit haben, aber über die Jahrhundertmillionen bis Jahrmilliarden hinweg sehr wohl. Man kann nämlich ausrechnen, dass wenn die Sonnenleuchtkraft eben so zunimmt, wie man sich das vorstellt, dass es in vielleicht 1 Milliarde Jahre auf der Erde zu heiß ist, dass die Ozeane noch flüssiges Wasser enthalten können. Das heißt, die verdampfen dann. Die Erdoberfläche ist dann über 100 Grad Celsius heiß. Das heißt, lange bevor die Sonne noch am Ende ihrer normalen Energieproduktion angekommen ist und in diese anderen rote Riesen und ähnliche Phasen dann hineinkommt, die dauern dann nicht sehr lang, wie gesagt, eine logarithmische Skala hier, beziehungsweise eine nicht-lineare Skala, nicht logarithmisch, nicht-lineare Skala. Das sind ungefähr 10, 12 Milliarden Jahre und das sind dann nur mehr viel, viel kürzere Zeiten. Nicht? Aber schon lang davor ist es auf der Erde zu heiß, als dass es noch zumindest Leben in der Form, wie wir es heute kennen, geben kann. Das heißt, irgendwann einmal, auch wenn wir es nicht vorher schon schaffen, dann wird die Erde lebensfeindlich sein. Nicht nur die Leuchtkraft, sondern auch der Durchmesser der Sonne wird sich ändern. Hier, wie gesagt, diese nicht-lineare Skala geht bis ungefähr, ja, bei ungefähr ein bisschen über 10, 11 Milliarden Jahren nach der Entstehung verlässt die Sonne dann diese Hauptreihe. Es kommt zu einer Riesenphase. Dabei verschluckt die Sonne ziemlich sicher Merkur und Venus. Es kommt auch aufgrund der Änderung der Massenverteilung zu einer, also die Venus könnte sein, dass sie überlebt, man weiß es nicht so ganz genau. Dabei kommt es dazu, dass sich da werden die Planeten etwas weiter nach außen geschoben, also Erde und Mars auch. Das heißt, die Erde wird nicht verschluckt, aber wenn man sich anschaut, das ist der Durchmesser praktisch jetzt und über 100 Mal, vielleicht sogar 200 Mal den jetzigen Sonnendurchmesser wird sie haben. Also hier die Sonne jetzt, vergrößert hier,
die Sonne als roter Riese. Naja, was heißt das für die Erde? The end, kann man nur sagen. Also nicht nur, dass es schon vorher unfreundlich wird, aber das ist dann tatsächlich, das heißt, die Erde wird dann durch diese ganz nahe gelegene Sonne so heiß, dass die Gesteine auf der Erdoberfläche zu schmelzen beginnen. Vielleicht so etwas wie eine Rückkehr, so war es am Anfang auch, als die Erde durch Akkretion entstanden ist vor jetzt ungefähr 4,5 Milliarden Jahren, war auch die Oberfläche glutflüssig. Das Ende der Erde wird auch wieder ein feuriges sein. Damit sind wir am Ende des Kapitels über die Sonne angelangt und wir begeben uns das nächste Mal dann auf den Mond.